Wieder einer tot. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Hallo Chokma, alles gut bei dir? Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet. Doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt. Da bist du ja. Bisschen dunkel, ne? Da. Deshalb spielen wir dieses Spiel. Wegen den Schilden. Alles andere ist egal. Nur wegen den Schilden. So, ich habe das von meinem guten Kumpel Chokma gelernt. Erst umgucken, bevor man irgendwo rausgeht. So, jetzt sehen wir hier auch ein bisschen Qualm. Den haben wir nämlich gerade gar nicht. Ah, das ist ein Bett. Ganz ehrlich, ich habe hier gar nichts gesehen. Gar nichts habe ich hier gesehen. Was ist da? Schriftrollen? Oder Feuerholz? Eher Feuerholz, ne? Ne, Moment. Das ist kein Feuerholz. Das sind alles Schriftrollen. Mhm. Und das wäre doch ein nettes Bild für... kann ich ran scrollen? Ne, das wäre doch ein netter Hintergrund für... Hinterbier. So. Mach mal die Tür auf, Junge. Alter, ich höre kein Lied. Was ist da los? Ich höre trotzdem keine Musik von ihm. Hallo? Ah ja. Wer bist du, ja, kleine Dringer? Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eivor. Hast du den Reif? Ja. Brennholz statt Schriftroll statt Brennholz, ja. Kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasch ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so. Siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein in Freundschaft und Liebe. Kannst du das wird übel. Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eivor. Ach so, man kann jetzt... Bleib wach, mein Freund. Man kann jetzt auch noch nicht sehen, ob er ein Junge oder ein Mädchen ist, muss man fairerweise mal sagen. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Ja. Kein Wunder, dass sie sich so viel getraut haben, wenn man so tanzt. Du kannst beides spielen, ja. Du kannst ihn zum Jungen oder zum Mädchen machen später. Aber ich hoffe, das kommt noch, weil bisher hatte ich noch keine Option. Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss zwei große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Valkasseda wirkt durch meinen Hammer.
Hätte er wohl gerne so gehabt, ist nicht. Kleiner Pisser. Nicht mit uns. So, jetzt spielen wir wohl den Armreif. Was spielen wir hier? Wir werfen irgendwas. Nein, wir spielen, wir werfen nichts. Ich kann nicht rausscrollen irgendwie. Also, nee, das ist mir ja zu wenig Spiel hier. Ist das Gamepad an? Also ich kann nicht über... Ah, okay. Deshalb steht er. Irgendwas war mit den Knochen im Animus. Mhm. Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf dem Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Ha, wieder einer tot. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Genau, die quatsche schon. Pass mal ein bisschen auf, Junge. Oder Mädchen. Beiseite, Bauern. Unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Ja, Dalle fair, definitiv. Ich hab die ganze Zeit gedacht so, nee, das wird nicht gut. Macht euch bereit, Männer! Du brauchst ja. Geh. Du nicht, Eva. Jetzt noch nicht. Wie ist der Sound? Gut. In ordentlicher Harry Potter-Manier müsste ich jetzt natürlich hinterhergehen. Und mich da umschauen. Kann ich mir ein Schild mitnehmen oder eine Axt? Wahrscheinlich nicht, ne? Sound ist gut? Okay. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen laut, das ist wieder bei mir. Die Synchro beim... Ja, die war furchtbar. Also das war cringe. Das geht gar nicht. Also sowas mag ich auch an sich nicht. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasil Schilder gebrochen wurde. Wie es nicht gehört, hören wir nicht auf unsere Eltern. Eivor! Ja. Die Animationen sehen gut aus. Bisher auch noch keine krassen Fehler gesehen. Sag ja, das Kind hört nicht. Natürlich hört das Kind nicht. Oh, ja. Komm und zeig dich!
gleich. Sigurd! Schildi, beende das Blutvergießen. Oh, das werde ich. Fahr nach Valheim. Bleib mal kleiner machen. Sigurd, nimm das Pferd. Na gut, warte hier. Ah, finde ich schon mal gut, dass Sigurd da geholfen hat. Wirkt erst nicht so. Ja, natürlich muss er sowas mit ansehen. Geht ja gar nicht anders. Vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone. Der Hinweis. Kämpf, Liebster. Hör nicht auf ihn. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast Nein. Nein. Nein, Varin. Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Tötet sie alle! War ja klar. Ja, ganz bitter. Glücklich. Ja. Das Recht habe ich mir so verdient. Ach komm. Ach komm. Derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Ganz ehrlich, das haben wir seit 3 Spielen, dass es ein Problem gibt. Du kannst deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Ja, ja, da ist es. Ja. Okay. Okay, let the Animus choose. Das ist natürlich cool, dass sie die Möglichkeit geben, dass der Animus das auswählt. So, Kamera ist jetzt einigermaßen wieder okay. Dann war es der Kater. Female möchte ich nicht spielen. Weiß ich nicht, ich möchte den männlichen Eivor nehmen. Vielleicht spiele ich als Single, also wenn ich alleine spiele, als Weibchen. Momentan möchte ich lieber als Männchen spielen. Ach, dann wechselt man... Ach so... Depending on its current strength, also auf der momentanen Stärke basierend. Ach so. Das ist natürlich auch interessant. Nee, ich möchte aber eigentlich nicht als Frau spielen, ehrlich gesagt. Weil was heißt es denn, dass man dann wirklich sagt, okay, die Erinnerung ist dann da stärker? Also. Ja. Nehmen wir den männlichen. Achso, ich muss wieder halten. Okay, ich geb's ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Deshalb sind wir jetzt auch erwachsen. Würde ich mal schätzen. Zeitsprünge sind gut gemacht. Heilbär. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18. Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt?
Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch was machst du sonst mit der Axt? Bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest seines Trupps. Lass sie leiden. Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Aha, okay. Ja, natürlich, aber nicht mit der Kriegsaxt. Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Ist aber weniger Geld für. Wahrscheinlich verhalten. Billigerweise sind Männer garantiert mehr am Saufen und Frauen dafür mit stärkerem Fokus auf Schleichen. Und das fände ich halt schon wieder doof. Da hätte ich halt keinen Bock drauf. Aber die Sorge hätte ich jetzt auch. Also was habe ich dir gerade gesagt? Vollidiot. Das ist ja ärgerlich. Schürt wie heute dich lebendig! Du wirst niemals, niemals dieses... So. Kein Essen für dich, Süd. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Okay, jetzt haben wir die Klamotten hier, genau. Kamera haben wir auch alles, kennen wir alles schon. Was haben wir denn hier jetzt so? Okay, wir haben mit rechts den Bogen. Kann ich das noch wechseln? Noch nicht? Was? Das wegstecken. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Das ist ein Argument, ne? Odinzeit. V. Ah ja. Okay. Kann ich mitarbeiten. Meine Mannschaft ist in Gefahr, deshalb müssen wir uns beeilen. Optisch, okay, da ist doch ein bisschen mehr. Optisch muss ich aber sagen, gefällt mir das jetzt schon echt gut. Wann kriege ich denn hier mein Schild? Mal ehrlich, hier liegen so viele Schilde und Waffen rum und er nimmt nichts. Sprengen geht auf, okay. Ja, ja, eben, Loot. Hätte ich wahrscheinlich erstmal spielen sollen und dann hier erstmal 15 Minuten alles plündern müssen. Ich fühle mich besser. Stärker. Ist gut. So, wir machen mal weiter, weil wir müssen jetzt ja hier nicht alles looten, ne? So, da wollen wir hin. Anscheinend wollen wir nicht hin. Wir wollen nach da oben. Muss ich da lang? Gibt es hier nicht irgendwo einen Weg? Die haben doch bestimmt auch einen Weg genommen, genau. Was ist das? Ich frage mich, ob RTX bei dem Game viel macht. So viel Schreiben hat man ja nicht in der Zeit. Ach, Scheiben. Also maximal Wasser und Pfützen. Ja, das kann sein. Müssen wir mal gucken, wie es auch läuft. Momentan nehme ich auch noch auf. Solange das flüssig läuft, ist ja alles gut. Ich glaube, ich muss dieses das Interface auch mal auf Deutsch stellen. Weil das ist ein bisschen doof. Ich mag solche Kompasse ja irgendwie gar nicht. Aber das, sonst finde ich, sieht das hier sehr gut aus. Mit dem Schnee. Funktioniert einigermaßen. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, also das hier mit den Spuren finde ich grundsätzlich ganz cool. Ist ein bisschen viel vielleicht, aber hey. War ein Schneefuchs. Wie wähle ich denn meine Axt aus? Warum geht das nicht? Raider-Axt. Über, okay, soweit so gut. Aufgaben ist klar. Wohl.
Codex, soweit auch klar. Tutorials, ja, okay. Nudge, Nudge, kommt bestimmt, sobald die erste Fight kommt. Ja, ja. Q oder X gedrückt. Q? Ah, oder X. Ja, okay. Ich dachte, das mit dem Bogen, weil er auf 1 den Bogen genommen hat irgendwann. Ja, ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Ah ja, da haben wir auch den Marker dann in der Welt stehen. Das ist auch sehr cool. Sprinten sieht auch ganz gut aus. Ich finde immer so, die Animationen sind teilweise ein bisschen wirsch. Wie sie da so ein bisschen gebückt laufen, aber... Ich muss vorsichtig sein. Einer? Wo? Das hebe ich für später auf. Möchte er jetzt nicht. Okay, geht also nur, wenn mein Leben niedrig ist. Wo ist denn der Typ? Warum sehe ich den? Da, auch so, da. Nee, das ist ein Ast. Das ist ein Stamm. Wo ist denn der Typ? Paul Raven? Ja, okay, das war dann... Ja, okay. Erst, wenn wir in die Steuerung reinkommen, ne? Bin ich jetzt an den Typen vorbeigelaufen oder so, oder was? Ja, ich weiß schon, wo ich hin muss, aber ich dachte die ganze Zeit, wo ist der Typ, von dem er da gesprochen hat? Ist da einer oder ist es auch wieder nur ein Stamm? Auch wieder nur ein Stamm. Könnte aber auch ein Typ sein, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Gemein gemacht. Nee, ich mag Controller spielen auch überhaupt nicht. Also ich habe den zwar jetzt da dran, aber solange das geht mit der Maus und Tastatur, spiele ich das lieber so. Okay, jetzt zeigt er mir da auch irgendeinen Typen an, glaube ich, ne? Das Jelbe. Das Eisen, da findet ein Kampf statt. Na ja, da. Dafür ist ein Dark, Schild da. Du alter Hund, du lebst. Ja. Hab mich vom Schwertchor weggeschlichen. Was ist mit dir? Kjötvi wollte mich verkaufen. Ein Fehler, den er bereuen wird. Jedoch nicht heute. Ich sah einen Öchwalznäs auf ein Schiff steigen und gen Osten segeln. Ohne unsere Mannschaft. Noch ist es möglich, unsere Männer zu retten. Ich finde sie. Du machst das Langschiff bereit. Du Rampensau. Du willst die Rettung allein übernehmen, damit es im Siegeslied nur um dich geht, was? Ich könnte auch den Strand stürmen, 2 Dutzend Männer töten, unser Drachenboot nehmen und siegreich die Segel setzen. Wie du willst. Nein, nein, ich nehme den Strand. Das ist der gefährlichere Weg. Such du das Langhaus nach den unseren ab. Hm. Oh, und hier. Der Tote wird das wohl nicht mehr brauchen. Naja, gib her. Geh. Wir sehen uns dann beim Schiff. Ich möchte mal anmerken, warum sieht er eigentlich aus wie ein Penner? Hm? Was soll das? Der andere Typ ist da schön schick eingepackt und ich sehe aus wie der letzte Penner. Ja? Das sieht aus wie ein Sack, den ich da angezogen habe. Raven Clan Shield. Equipping Gear. A shield can now be equipped as a secondary weapon in the inventory menu. Don't mind if I do. Es gibt 3 Hauptslots. Jede Waffe ist einzigartig und kommt mit ihrem einzigartigen Kampfstil. Es ist Display. Es wird angezeigt, wenn ein neues Gear gelootet wird. Neue Ausrüstung. Okay. Weapons, Waffen in der Haupthand werden die Hauptart des Schadens sein. Schilde können auch in dieser Hand getragen werden für mehr... Achso, heißt das, ich könnte mit der Offhand die Axt ausrüsten? Interessant. Okay. 2 Handwaffen werden mit beiden belegt. Natürlich, Range-Waffen ist auch, Waffen ist auch klar. So. So, wir haben hier ein Schild. Das nehmen wir natürlich. Das wird auch die Hauptart sein, wie ich kämpfe. Schild und Axt. Ja, warum Axt? Das haben wir gestern...
klärt, weil eine Axt hat halt einen Bart. Deshalb mag ich die lieber als ein Schwert. So, kann sein, dass ich jetzt erstmal neu starten muss, bevor ich das im Menü auf Deutsch habe, aber es ist im Grunde erstmal egal. Ich denke mal, die Leute, die zuschauen, werden das größtenteils eh alle kennen. Irgwaldsnäs, wo der Einbrecher meine Leute gefangen hält. Für Namen wäre das natürlich interessant, aber... Odinszeit. Okay. Kjötvis Krieger kauchen durch Irgwaldsnäs wie Läuse. Geht der da nicht automatisch in Deckung? Ich falle ich vielleicht auf. Wir pfeifen, schlechte Idee. Kommt wahrscheinlich noch. Ja, genau. Q ist dann blocken, ne? Ist logisch. Und dann habe ich den ganzen Scheiß dann schon aufgestellt. Okay. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Hey. Call your Raven. Halt. Achso, wieder halten oder was? Ah, die werden dann so rot angehaucht, okay. Crouch. Das ist das halt. Meine Mannschaft sollte da drin sein. Doch. Okay, finde ich gut, dass das so gemacht werden muss. Komme ich da dran? Ist es irgendwie, dass sie sehen? Ich denke mal, die sehen das, aber ganz ehrlich. Habe ich nicht irgendwas, um ihn anzulocken? War da aber nicht was? Boah, Barrett, müsste ich aufkicken. Okay, möchte ich nicht. Ach so, ich dachte, hier wären Leute drin. So ein Ärger. Die Sounds sind echt gut, ey. So, ich denke mal, das wird das Langhaus sein, was gemeint ist. Im Dach sollte es eine Öffnung geben. Nice. Ja. Finde ich aber gut, dass er dann so quasi das dann die ganze Zeit mit erzählt. Für mich jetzt. Ja, Klettern haben sie immer noch drauf. Ist kein Thema. So findest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Ah, geht doch. Ich war ein bisschen näher dran. Hallo? Feigling! Binde mich los und gib mir eine Axt in die Hand! Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du! Leg die Axt beiseite oder stirb durch meine! Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal! Ein Scheißmann. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest... wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Ich töte dich. Ich schick dich direkt zu Hel. Ach, alt ist Dodgen, okay. Verschone ich dich. Ich muss mich immer noch mal auf die Kampfstile ein. Stirb, du niederer Abschaum. Sie noch warm werden mit. Aua. Das überlebst du nicht, du Narr! Ja, klar, okay. Guck, ob das geht. Nee, es geht nicht, okay. Ich dachte, das würde funktionieren. Schade. Weil, wofür habe ich ein Schild? Aber gut, das wird ja auch telegrafiert, dass er da groß anstürmt und dann
ist es also wieder so eine Attacke, die man nicht mit dem Schild parieren kann. Bin ich Murks, aber gut. Muss ja irgendwo auch sein. Knie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt dein Maul und kämpfe! Stirb, du niederer Abschau! Bei den Göttern! Stirb! Sehr übersichtlich mit dem Zuschlagen bei ihm jetzt. Weiß nicht, ob das jetzt einfach für einen Start ist. Ich denke mal, das soll so der Anfangskampf sein. Ja, super, dass es jetzt in der Situation kommt, ey. Wenn man es jetzt ja brauchen kann. Nee. Nette Ausweichkombo dann. Ach so. Er ist ein bisschen bedroppelt jetzt, oder was? Ach, er wirft doch. Ja, okay. Ich finde manchmal, das Ausweichen ist unnötig, weil ich schon so weit weg bin. Ja, das da. Ja, also, wofür soll ich jetzt ausweichen? Ach, er will mich lehren, dass ich das pariere. Okay. Okay. Got it. Verstehe. Im Grunde könnte ich jetzt einfach auf ihn draufhauen, dann hätte ich ihn. Läuft. Stimmt, Heavy Attack, ne? Ja, okay, da sagst du es auch, okay. Es schmerzt schon ein bisschen auf Deutsch, ja. Nee, also ich spiele es jetzt für den Stream natürlich auf Deutsch, aber wenn ich es nachher spiele, spiele ich es alleine und dann auf definitiv auf Englisch. Stelle ich halt dann jedes Mal um. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein, nimm deine Axt! Nein, Varin! Tötet sie alle! Nein, Varin! Nein! Genau, Wolf! Hi! Nein, geh nicht weg.